Und da sind wir wieder vor Dorf Dorf. Yay! Und wir sind jetzt am Anfang von Jahr 7. Ja, ich würde sagen, wir werden erstmal hier ein Event ausharren müssen. Ja, scheinbar. Und wer ist es? Strauchdiebe. So, Rakt. Baldat! Nee. Und Gardi. Sehen die etwa wie reiche Händler aus? Eine billige Karawane ist das. Ich glaube, das war meiner. Achso. Ist ja egal. Aber so, was kommt vor? Aber es gibt ja immer ein nächstes Mal. Schwachsinn! Das ist deine Schuld! Das musst du noch bitter bereuen! Hallo, Freunde! Ich hätte das Gefühl, wir müssen wieder irgendwas bezahlen. Ich befinde mich gerade in einer misslichen Lage. Ist ja ganz was Neues. Könntet ihr mir vielleicht aus... Nein! Aha! Ihr seid also miteinander bekannt, was? Dann verlangen wir ein Lösegeld für diese Type. Halt, glauben die auch nur. Oh! Dann bin ich jetzt so deine Geisel. So, für was bist du eigentlich gut? Du hast es erfasst, du bist unsere Geisel. Wann nehmen die Geisel? Weiß nicht. Wenn ihr nicht zahlt, stoßen wir ihn ins Miasma. Haben die nicht mal was davon erzählt, dass sie keine Leute umbringen? Ja, meine auch. Das ist, warum gerate ich nur immer wieder in Schwierigkeiten? Weil du die Leute verarscht. Also, wie sieht es aus? Bitte nicht mich. Streifen ab! Das ist gut. Streifenapfel rausholen? Das Streifenapfel rausholen. Hä? Huch! Oh, ein Streifenapfel. Drei Monate ist es schon her. Okay. Na gut, wir lassen noch einmal Gnade walten. Her mit dem Apfel! Oh Gott. Das sind aber echt schlechte Biere. Moment mal, ist das nicht etwas unter meiner Würde? Nein, gar nicht, halt die Fresse. Unter deiner Würde? Was glaubst du, wer uns unseren Namen gab? Das sind die Streifelapfeldiebe. Wir können dich auch gerne hier zurücklassen. Dann lieber gegen den Apfel. Sowas. Perfekt. Gut, dass ich den Apfel von deinem Apfelbaum nicht vertickt habe. Mir fehlen die Worte, um euch meinen Dank auszusprechen. Deswegen tue ich es erst gar nicht. Boah, sag mir dieser Pisser, ey. Hab ich euch verärgert? Dann hört dieses Gedicht. Hurra. Der König der Stachel, bis ein Blitz ihn erlöste, in der Wüste der Leere eine Behausung der Schwere. Es soll brennen der Pilz lichterloh, Gebrüder Fels sind der Kälte froh. Im Schutze der Knochen erscheine das heilige Licht. Reisender, dies ist deine Pflicht. Wir haben das gesamte Gedicht erhalten. Das heißt, wir können jetzt das größte Rätsel dieses Spiels in der Tat lösen, wenn wir wollen. Hurra! Yay! Ein dezenter Applaus wäre durchaus angebracht gewesen. Nein, ich habe dafür einen Streifenapfel geopfert. Er hat sich nicht mal bedankt! Arsch, außerdem will ich immer noch meine 1000 Gil wieder. Und gelangweilt seid ihr wohl auch. Dabei ist es ein besonderes Gedicht. Es ist das Gedicht über einen Schatz. Schatz! Den die Wüste verborgen hält. Ich hab Angst. Oh, das hat wehgetan. Aber vergesst nicht, dass alles, was ich sage, meist erlogen ist. Doch einen wahren Schatz findet man nur, wenn man ihn nicht als Lüge abtut. Meine verlorenen Erinnerungen können dem ein oder anderen noch zu Reichtum verhelfen. Ich frage mich, warum der sich eigentlich nicht mit seinen 6 Ringen, die der an den Händen trägt, für die 1000 Gil rausgekauft hat. Es war doch alles abgesprochen. Warum denn ein Streifenapfel? Boah, der Sack! Still, wir wollten nichts anderes. Und wo ist mein Anteil? In Gil, wenn ich bitten darf. Gibt's nicht. Puh. Vielleicht sollte ich wie mein Bruder ehrlich werden. Jetzt werden mir die Banditen auch noch sympathisch. In das Tagebuch eingetragen. Ja, pass auf, demnächst treffen wir dann Hardy, der einfach nur Gardi ist, der jetzt ehrlich geworden ist. Oh also, Mann. Also eigentlich müssen wir den ja jetzt nie wiedersehen, ne? Hoffentlich. Eigentlich nicht. Ja, ja. Das bedeutet, wir haben jetzt in der Tat das ganze Gedicht... Und können mit diesem ganzen Gedicht das letzte Level des Spiels betreten. Also nicht das letzte Level des Spiels betreten, aber ne, das größte Rätsel des Spiels lösen, um zum letzten Level des Spiels hinzukommen.
Wollen wir uns da jetzt wirklich schon dran begeben? Könnten wir theoretisch tun. Wir müssen mal eben gucken, ob der Schiffsfahrer hier unten ist. Wir können auf jeden Fall das Rätsel lösen. Ob wir danach zu dem letzten Level gehen, ist ja dann immer noch freigestellt. Das stimmt. Na, 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 na. Gucken wir mal, ob er da ist. Ja, ist er. Der Kilanderstein! Ihr habt also wirklich an mich gedacht. So sind wir. Wer spricht ihn eigentlich? Keine Ahnung, irgendwer. Wer hat gerade mit ihm geredet? Wie versprochen, zahlt ihr ab jetzt für jede Schifffahrt nur die Hälfte. Wo wollt ihr hin? Jägerfluss Ost, West, Kilandervulkan, Luda. Oh, guck mal, wir können sogar den Miasma-Strom überqueren, wenn wir wollten. Das heißt, das bringt uns eigentlich überhaupt nichts. Ich frag mich, wie viel kostet das, wenn wir uns ausufern wollten? 50 Yen, das ist billig. Nein, doch nicht. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt, wo wir das gesamte Gedicht haben, denn es ist ein ausgesprochener Vorteil, dieses Rätsel gelöst zu haben. Also, Luda macht 150 Geld pro Nase. Na gut, wir legen gleich ab. Also, rauf auf den Kahn! Kahn! Ahoi! Kahn! Kahn! Ich kenne die nicht. Nee, sitzen neben uns. Wenn wir gerade hier wieder nach Luda kommen, können wir hier eigentlich mal was zeigen. An was ich überhaupt nicht gedacht habe, als wir das erste Mal da waren. Dafür müssen wir aber jetzt direkt mal in die Stadt verlassen, wenn wir da sind. Und dann nochmal kurz in die Stadt reingehen. Okay. Da ist wieder der Kilander-Vulkan. Den haben wir letztes Jahr noch gecleared. Cleared. Cleared. Mit Ä und H. Du Gott, du Gott, du Gott, du Gott. Ja. Luda. Luda. Die Stadt der Klauer. Ja. Na, irgendwo müssen die auch wohnen. Ja. Hast du geguckt, ob ich eine Karte habe? Nee, mir fällt nur gerade das erste Mal auf, dass in dem Hintergrund unser Symbol von unserer Rasse jeweils steht. Ach was. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ist schon ein bisschen traurig, dass ich trotzdem die Tür nie erkenne. Jetzt erst recht, ja, jetzt erst recht. Ja, gut, da sind wir also zum zweiten Mal in Luda, der Stadt der Diebe. Yay, Luda. Yippie. Freude. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt, wie gesagt, erst einmal die Stadt verlassen. Wir folgen dir. Ja. Zur Weltkarte wollen wir gehen. Das auch. Ja, jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Kevin. Ah, die Begeisterung ist groß, ich merk's schon. Ja. Aufbrechen, ne? Weiß ich selber. Nämlich nehme ich jetzt mal Lilly. Ihr nehmt eure Leute. Okay. Und dann gehen wir wieder nach Luda rein. Ach, willst du rumschleimen? So, jetzt bin ich ja ein Seiki. Und jetzt bin ich kein Fremder hier. Gucken wir mal, ob die Leute mir was anderes sagen. Ja, man soll auch gerne Wache sein, dann haben wir zweite Aufgabe, nämlich zu shoppen. Hey, was wollt ihr? Immer noch unfreundlich. Gucken wir mal, ob die Dame hier unten keine Fremden mag, wenn es was anderes sagt. Hi. Mögen keine Fremden. Okay, lassen wir das auch. Da ist doch was. Da ist nämlich nur ein Korn im Boden. Mal wieder der Obstkern. Aber eine Sache kann ich hier in der Stadt machen, die man nur als Selki machen kann. Ich übe das Springen und werde zu einem echten Seiki werden. Das muss unser Geheimnis bleiben, aber ich mag das Netz springen gar nicht. Wenn ich jetzt mit dem Kollegen hier vorne rede, ist die Welt zwar mit Miasma verseucht und bla bla bla, Kinder spielen und so weiter. Wo ist es denn? Nee. Wo ist es denn? Weiß ich nicht. Das Hadi! Hadi steht hier einfach so, okay, Moment. Wer spricht Hadi noch gleich? Ich bin Hadi. Die lange Suche nach dem Tau der Myrrhe ist eine Probe, die uns auferlegt wurde. Doch die jungen Karawanen werden schon bald diese Probe bestanden haben und eine frohe Zukunft bringen. Ah ja. Hadi. Hallo Hadi. Hadi, meine Damen und Herren. Merkwürdig. Wollen Sie jetzt auf den Netz springen? Ja. Oder? Geht es nur im Einspielermodus? Vielleicht kannst du das auch nur, wenn wir alle Seiki sind. Oder halt nur im Einspielermodus. Dann muss ich jetzt einfach mal vermuten, dass es nur im Einspielermodus geht. Also eigentlich sollte man als Seiki hier Netz springen können. Und bei diesem Netzspringen kann man Erze gewinnen. Man hat als Seiki tatsächlich die Möglichkeit, unendlich viel Urikalkum hier zu bekommen. Es dauert aber Ewigkeiten. Das ist aber ganz praktisch. Für wie viel muss man da irgendwie
mit Timing drücken, um dann springen zu können? Oder wie? Ich habe dieses Minispiel noch nie gemacht. Ich weiß, dass es existiert, aber ich habe es noch nie gemacht. Ja. Okay. Naja. Interessant. Schade. Hätte ja klappen können. Ja. Gut, dann gehe ich wieder lieber auf meinen Charakter zurück. Wie kommst du auf die Idee? Könnte hilfreich sein. Könnte unpraktisch sein mit Lilly hier. Ach, die hat immerhin 4 Herzen und Standardwerte. Ja. Ist bestimmt sehr hilfreich. Ja, auf jeden. Man könnte sie inzwischen als. Was heißt inzwischen? Man könnte sie aufbauen, indem man sie als Gastcharakter in einem anderen Spielchen einlädt. Ja. Haben wir, glaube ich, noch nie erklärt, aber es gibt die Möglichkeit. Freunde einladen, dass man auf einen anderen Spielstand geht und da einen seiner Charaktere als Gast einlädt, dann kann man auf einem anderen Spielstand durch Level spielen, ohne dass man seine eigene Zeit vorantreibt, sodass die Level dann nachher leichter werden. Weil man halt mehr Artefakte gesammelt hat in den anderen Spielständen. So, ja, dann geht's jetzt los in die Lunari-Wüste. Yay! Ugo, Ugo. Und hier müssen wir das schwerste, kryptischste Rätsel überhaupt lösen. Übrigens habe ich nicht das Symbol meiner Rasse als Hintergrund. Ich habe das Symbol der... Seiki ist als... Jetzt ist es wieder mein Symbol. Hat sich nur noch nicht geändert gehabt, weil ich eben noch auf Lili war. Wir brauchen den Text von der Dame nicht. Ich habe übrigens die Statuskarte. Da sind die Kakteen, die wir blitzen müssen. Wir lassen mal eben den Text durchlaufen, weil wir hier das die Lösung des Rätsels sehen. Da sehen wir die Hütte, auf die wir Gravitas wirken müssen. Da sehen wir den Felsen, auf den wir Eis wirken müssen. Nein, da müssen wir Eis drauf wirken. Was war denn mit dem anderen Felsen? Da muss man auch irgendwas machen. Da muss man Feuer drauf wirken, glaube ich. Kann sein. Da war... Blitz? Nein. Ah, nee, das war ich. Den, hier Dings, Holy. Ah ja. Muss man drauf wirken. Da taucht nachher etwas auf. Da müssen wir heilig drauf wirken. Ja. Und da ist der... einer der Sandfälle, aus dem wir rauskommen, wenn wir durch den Strom gehen. Den falschen Strom laufen. Hat sich irgendeiner vom letzten Mal gemerkt, welcher Strom der richtige ist? Okay. Ich meine, der ganz rechts und am weitesten rechts und am weitesten unten in der Wüste. Lunari-Wüste. Aber was wirklich interessant ist, wie gesagt, für uns ist halt erstmal das Rätsel. Das wird erstmal lange genug dauern. Also, erstmal der König der Stachel. Wir müssen als erstes die Kakteen finden. Ich meine, die waren irgendwo im Norden, also halten wir uns erstmal nördlich. Aber erstmal gucken wir überhaupt, ob wir hier Vita irgendwo im Level auftreiben können. Kevin, was machst du da? Ich habe geguckt, ob man irgendwie im Menü in die alten Erinnerungen nachlesen kann. Kann man aber irgendwie scheinbar nicht. Nee, dafür müssen wir auf die Weltkarte, um das zu machen. Ja. Jede Menge. Gegner 2 Stück. Links. Ich hoffe mal, einer von euch beiden hat wieder. Das fällt mir sehr praktisch. Hier sind es 3 Gegner, weil gerade ein Skorpion noch im Boden gekommen ist. Feuer? Den ich nicht haben. Hier sind es 4 Gegner. Weil wieder einer auf dem Boden. Das Engel will ich auf jeden Fall haben. Aber ich bin gestoppt und ich kann mich nicht bewegen. Wurde schon wieder gestoppt. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ah. Hast du eigentlich deinen Feuerring ausgerüstet? Nee. Stimmt, ich bin jetzt im Feuerring. Ja. Hab ich ganz vergessen. Kommandoliste. Manchmal. Feuerring. Ja. Ausgerüstet. Ach, geht schon. Alex ist ja jetzt Engel, selbst wenn ich sterbe, ist ja nicht so schlimm. Ja, eben. Ich belebe einfach wieder. Ist hier irgendwas mit Schätzen? Nein, da unten dürfte nicht sein. Also, ich hab die Gegner-Statuskarte, aber das sollte nicht sein. Okay. Ja, also hier ist dann halt... Ja, wir sehen nur Gegner auch ran. Wenn du sagst, wir sollen nach Norden gehen, ursprünglich... Ja, sollten wir. Sollten wir tun. Ich hoffe, wir finden trotzdem noch irgendwo Vita unterwegs. Ja. Okay, oben links ist ein Gegner. Dann auf ihn mit Gebrüll. Ja. Das ist eine Lamia. Hallo, wie geht's dir? Hast Eis, hinterlässt Eis. Der ist nicht so praktisch. Nein. Na, schlimm. Aha. Rechts ist ein Gegner. Auf ihn mit Gebrüll! Rechts sind 2 Gegner. Ja, ich glaub, rechts sind 3 Gegner. Ich glaube, das werden nicht weniger. Nee. Lamia, Skorpion. Wupp. Wupp. Skorpion werden die, glaube ich, erwischt. Lamia, auf den Stopp. In dem Moment gestorben. Gut sein. So, ja. Na? Übrigens, mein Bonus ist mal wieder ist mal wieder genial. Und was wäre? Rate. Physische Attacken benutzen? Nein. Keine Zauber wirken? Richtig! Ja. Es konnte nur irgendwas von der in der Richtung sein. Noch, und noch ein Gegner. Ich muss mal wieder Gegenstände sammeln. Ich muss viele Schatztruhen öffnen. Eisrennen! Sprich, ich trage viele. Ja. Noch irgendwelche Gegner? Ich sehe keine mehr, nee. Dann gehen wir wieder nach Norden.
sind Wüsten, weil so viel nichts ist. Ja, schlimm. Das haben Wüsten irgendwie so an sich. Was war das? Sand. Oben Gegner. Ja, oben ja. Zwei Gegner. Skorpion. Und Sandkings. Oh, und ganz viele Skorpione, teilweise Magie und alles mögliche andere. Vita. Langsam muss ich erkennen, ich hätte Sani das gebraucht. Gegen die Gegner wünschte ich mir immer, also gegen diese Blitzskorpione wünsche ich mir, ich hätte eine Blitzresistenz. Schon gut, dass du Kelch. Ach ja. So, ich habe schon Eis, dann nehme ich noch Blitz. Laufen. Ach ja, erst gemacht. Unvergiftet. Hol mir der Hund immer das Feuermark, damit wir gegebenenfalls. Ich hab schon Feuer. Achso. Hast du Blitz mitgenommen? Ja, ich hab Blitz mitgenommen. Okay. Yay! Yeah. Oben rechts ist ein Gegner. Yay, auf mich Gebrüll. Ja, fliegend. Feuer. Eis. Eins. Zwei. Drei. Gravitas. Ich hab das schon lange. Eins, zwei, drei. Gravida! Ja, okay. Wir haben alle drei Zauber gewirkt. Hauptsache ist unten. Ja, ja, Hauptsache ist erstmal auf dem Boden. Klopft der Gravida. Wer ist das Vieh genau? Das Viech heißt Montisaurus. Fliegt, hinterlässt kein Gegenstand. Montisaurus, ah ja. Hübscher Name. Geht so mit dem. Das heißt, wenn man die nicht mit Gravitas runterholt, muss man 108 Mal draufprügeln. Ja. Schön! So, oben ist ein Gegner. Fliegen. Noch ein Montisaurus. Eins, zwei, drei. Gravitas! Ah, das Gravit ganz gut. Oh Gott, ein Kaktor. Kaktor und eine Kiste. Und Magie. Ganz viele Kaktoren! Jeez! Ich gehe hier weg. Viel Spaß. Ja, ich stehe hier gut. Gebritzelt. Sag mir das! Lass mich hier raus. Hör mir erstmal Heilung. Da kommen 1000 Stacheln. Na ja, bin ich ganz zufrieden mit. Seite. Für 1000 Stacheln wäre ich gestorben. Vita. Ja, Sanitas! Blitz! Hab ich auch Blitz! So. Feuer! Eis! Eins, zwei, drei! Gravitas! Schade, ich hab gedacht, vielleicht kriegen wir Gravitas raus und schaffen sie ihn zu treffen. Eins, zwei, drei! Gravitas! Ich weiß nicht, wenn ich das Timing für nee, Gravitas. Nee. Reicht ja auch eigentlich, Gravitas. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt hier 20 fliegende Gegner auf einmal. So, Schatztruhe. Wow. Leer. Luft. Hübsch. Das ist natürlich das Beste, was man überhaupt finden kann. Oben links ist ein Gegner. Yay, auf mit Gebrüll. Tod. Dem geht tot. Ja. Da ist ein... Achso, das ist, da zeigt an, dass man da Kraft braucht. Feuer. Eins, zwei und drei. Gravitas. Ich glaube, da vorne sind die Felsen auf dieser Eiswelt. Der ist auf jeden Fall mit Toad. Auf jeden Fall sind die geixt. Ja, ja, das sind halt die Steine, auf die man Eis wirken soll. Da gegen die Viecher wünsche ich dir deine Blitzresistenz. Ohne Witz. Du greifst die an und bist automatisch schockend, wenn du sie angreifst. Ja. Oh, 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 oh. Leute, die angreifst, sind automatisch blitzen. So nervig, die Mistviecher. Ja, das stimmt, da wäre eine Blitzresistenz ziemlich cool. Er hat sich so eine Quatsch ausgedacht. Irgendein Spielentwickler. Du könntest natürlich Spezialattacken auch benutzen. Dann würde es wahrscheinlich gehen. Da ist der Kaktus. Der ist hier nicht vergiftet, ich darf den Kessel tragen. Eins. Eins, zwei, drei. Hm, ist er getroffen. Mal gern, zweimal gern, wie ich das benutze. Das ist ja merkwürdig. Kann ich mit beide heilen. Oh. Sanitas! Das ist unseren Heilanruf. Belastung. Ich kann mich nicht selber heilen. Sanitas. Mark Feuer. Ja, kommt. Ja, hat gut funktioniert, keiner sagt was. Funktioniert auch so. Ja. Mark und ich, wir denken da sehr gleich. Oh Gott. Geh raus aus meinem Kopf! Gleich so, teilen mit dem Denken. Der König der Stachel, von allen der Größte, bis ein Blitz ihn erlöste. Ich hab Blitz. Ich hab Blitz vor, aber ich hab's nicht ausgerüstet. Hau mal rein. Wupp.
Damit haben wir den ersten Punkt Schritt aktiviert. Dieses Rätsels aktiviert. Hurra! Als nächstes haben wir eine Behausung der Schwere. Hier ist in der Wüste der Leere. Sackgasse? Haben wir da oben noch irgendwo? Ne, haben wir nicht. Ah! Gegner. Hier, ich sollte nicht mehr so weit vorlaufen. Irgendwo hier vorne müsste auch die Behausung der Schwere sein. Die war irgendwo am rechten Rand. Meine ich mich. Hier drunter sind zwei X, das können diese kleinen Steine sein. So, doch. Ja, das sind die kleinen Steine. Steht mit zusammen. Ja, ja. Hinweis auf das Rätsel. Ja. Na gut, das X ist ja zum Glück gar nicht auffällig. Sagen. Ja, da ist ein X auf meiner Karte, sprich rechts ein Gegner. Okay. Feuer! Ich bin noch voll. 1, 2, 3. Grab! Ich dachte, Kevin wird jetzt mit mir. Ja, ihr seid ja gut im Einklang. 1, 2, 3. Gravitas! So, der Montisaurus stirbt. Stirb, Montisaurus, stirb. Ja, komm, will da so ein Kevin mitspielen, das ist dann alles für ein Eimer. So, unten zwei Gegner. Direkt ein Tod. Yay, aus hier. Oh, dann haben wir. Und ein Kator. Vorsicht, Job. Jetzt ah, Hilfe! Jetzt war's Stopp. Ja. Ich hab's gemerkt. So eine hübsche Position, in der sie dich erwischt hat. Den Fall auch gestoppt. Nadel erhalten. Gilt erhalten. Wunderwasser. Ja, haben wir hier vorne jetzt. Hier kommt was Behausung zum drauf. Da ist die Behausung der Schwere, okay. Marc? Ja. Stör uns nicht mit irgendeinem dritten Kreis. 1, 2, 3. Gravitas. So, das war jetzt Rätselpunkt Nummer 2. Ja. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir den Rest dieses schönen Rätsels. Bis dahin, ciao. Aloha. Tschüss.